So, jetzt bannen wir fleißig weiter. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob es einen Unterschied macht, was für einen Zauberspruch man spricht. Also welcher Zaubergrad das ist. Denn hier am Anfang kann man ja auswählen, wie viel Mana man quasi investieren will in den Zauberspruch. Und dementsprechend ist der Zauberspruch wirkungsvoller, braucht aber auch mehr Mana. Aber ob man dadurch auch mehr Erfahrungspunkte für den Zauber bekommt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Was übrigens auch eine gute Taktik ist, ist, einen Zauberspruch vorzubereiten und dann zu schlafen. Denn teilweise die Krieger hier haben nicht genug Mana, um einen Zauberspruch ganz durchzusprechen. Aber wenn ein wichtiger Kampf ist, wo sogar die Krieger mal einen Feuerball schmeißen müssen, dann gibt es halt zwei, drei Schlafetappen, wo jeder Krieger dann langsam seinen Feuerball vorbereiten kann, um ihn dann in den wichtigen Kampf zu benutzen. Auch wenn er höchstwahrscheinlich dann fizzelt, weil die Weisheit nicht hoch genug ist. Aber jedes kleine bisschen zählt manchmal. Bisher haben wir aber nur einen einzigen Level abbekommen, was ein bisschen schade ist. Und das auch noch bei ihm, der ja eigentlich unser Hofmagier ist, wenn man das so sagen will. Na gut, wir machen das jetzt weiter bis zum nächsten Level ab, egal von wem. Und schon wieder von ihm. Ja. Was ist er denn jetzt schon? Vorhin war er Neophyt, jetzt ist er Apprentice. Oh, also kommt Novize, Neophyt, Apprentice. Na gut, er hat jetzt 39 Mana, er hat 23. 21 und 10. Ja, Zed braucht unbedingt ein bisschen mehr Mana. So, Keule, Schwert, Keule, Schwert, Keule, 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 Keule. Wie schaut's mit Essen aus? Ah, ein bisschen was geht runter. Wirklich viel verbraucht haben wir aber nicht. Das kommt aber auch, weil unsere Schlafperioden nicht wirklich lang sind jetzt. Da wir noch nicht so viele Lebenspunkte und Mana haben. Später, wenn es denn richtig hoch geht mit den Punkten, dann dauert das Schläfchen auch ein bisschen länger und dementsprechend braucht man mehr Essen. So, jetzt sind wir wieder in dem Hauptraum. Nee. Warum liegt denn hier Essen rum? Oh, stimmt, wir haben den einen mit Essen beworfen. Wo können wir jetzt noch alles hin? Also, Matrix waren wir drin und in der Schatzkammer waren wir drin. Jetzt haben wir hier, Zeit ist essentiell. Das heißt, wir werden schnell laufen müssen. Und wir haben zwei Charaktere, die überladen sind. Na gut, die Tunic brauchen wir nicht. Wir brauchen die Keule nicht. Was haben wir hier? Den haben wir schon eingelesen, Zauberbuch brauchen wir auch nicht. Den haben wir auch eingelesen, brauchen wir auch nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Das ist der Giftzauber gewesen. So, die ganzen Kleidungsstücke hier können auch weg. Wozu brauchen wir drei Hosen und zwei Hemden und ein paar Sandalen? So, und bei ihm. Er hat primär das ganze Essen. Das stopfen wir doch mal alles in die Kiste hier rein. Dadurch verringert sich das zwar das Gewicht nicht, aber wir können das dann leichter einfach abschieben. Er trägt schon zwei Kisten. 44 Kilo kann er tragen, 43, 39. Ha. Unser schmächtiger Magier, der kann genauso viel tragen wie Zed. Na gut. Also, wir sind nicht mehr überladen, dann schauen wir doch mal hier rein. Drücken und rennen. Wahrscheinlich den da runterrennen. Gucken wir, was passiert. Nichts. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wenn wir ihn drücken, irgendwas passiert. Und nach 10 Sekunden oder so der Schalter wieder rauspoppt. Weil man es halt nicht geschafft hat. Oder ist der schon wieder draußen, ohne dass man das sieht? Na gut, jetzt benutze ich ja mal kurz die Tastatur. Also wir drücken rauf und rennen ganz schnell runter. Oh. Okay. Die Wand ist zu. Das ist nicht gut.
Okay, schmeißen wir mal was auf die Platte. Ah, ein Teleporter. Okay. Das war jetzt ja nicht wirklich schwer. Ah, und hier müssen wir einfach nur rückwärts gehen. Jetzt ist sie da. Ist sie weg? Schön. Oh. Er steht rechts. Du kannst werfen. Ah, wir werfen einfach alle und sammeln die am Ende auf. So. Und du. Nein. Man kann leider nicht beidhändig angreifen. So, wem fehlt noch eine Keule? Niemanden, weil der Gegner einen hinterlässt. Okay. Pfeile sind gut, denn wenn wir später einen Bogen finden, müssen wir den ganzen Keulenorgie nicht machen. Dann hat er einfach in der einen Hand den Bogen und überall anders Pfeile. Dann müssen wir nur die Pfeile einsammeln. Die können wir auch automatisch einfach wieder ins Inventar schmeißen. Ist dann ein bisschen weniger Micromanagement. Außerdem müssten wir auch so fürs Werfen, selbst wenn wir nicht treffen, Erfahrungspunkte bekommen. Was ja auch ganz gut ist. So, du noch. Und nein. So rum. Soll Z eigentlich den Level bekommen? Also momentan ist er ja ausgewählt als Leiter der Gruppe. Das heißt, wenn er irgendwas anklickt, ist er das, der es bekommt. Also trinken oder irgendwelche Puffs. Und er wirft halt auch die Sachen. Aber er ist schon Apprentice Ninja. Na gut, das ist nicht wirklich hoch. Schaut's hier aus? Er ist gar kein Ninja. Hat aber auch mehr Lebenspunkte als er. So schlimm sieht das gar nicht aus. Also der hat hier 76, 71 und die Tanks haben 20 Lebenspunkte mehr. Das kenne ich aus anderen Rollenspielen ein bisschen krasser, den Unterschied. Also wenn man jetzt Baldur's Gate als Beispiel nimmt, da hat ja ein Zauberer am Anfang 1W4 Lebenspunkte und ein Krieger mal eben 1W10. Oh, ein Helm. Schön, schön. Er hat noch, doch er hat auch schon einen Helm. Und immer noch blutende Füße. Eine Elfenhose. Na gut, die nehmen wir mal mit und schmeißen auf den Kleiderhaufen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir wieder raus? War hier irgendwo ein Schalter vielleicht? Weil die Tür ist hier hinter uns zugegangen, nachdem wir den Knopf gedrückt hatten. Alles massiv. Hm. Vielleicht ist jetzt irgendwo was aufgegangen, nachdem wir den Schlüssel eingesackt haben. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Oh, hier war doch ein Teleporter. Was machst du? Huh. Der scheint wohl die Fallgruppe permanent auszuschalten. Na gut. Okay, so können wir da liegen lassen. Wir haben genug Essen. Also vorerst. Später werden wir wahrscheinlich fluchen, weil wir tagelang nur irgendwelches eklige Monsteressen gegessen haben und keinen ordentlichen Käse oder Brot mehr hatten. So. Darauf. Und die nächste Tür fertig. Das läuft doch ganz gut soweit. Drei Schlüssel haben wir schon mal. Der Raum des Steins. Also Edelstein. Trete vor, gehe runter. Ah, also sobald wir von der Druckplatte runtergehen, fallen wir da runter. Das heißt, wir packen einfach mal was rauf. Hm. Und das ist schon, es wäre ein Edelstein gewesen, das war nur ein Knopf. Hm. Obwohl, wir könnten langsam mal anfangen, die Falltüren runterzuspringen. Um zu gucken, was da so ist. Ah, Steinmonster. Ja, anscheinend sind die doch nicht mehr so schlimm, wie ich sie in Erinnerung habe. Aber früher wurde ich echt von denen traumatisiert. Nein, das war der falsche. So, rechts, rechts. Du kannst werfen, du kannst werfen. Na, Ninja-Level. Schön, schön. Eben kriegt Elijah richtig viele Level ab. Der hatte ja auch vorhin die zwei Zauberer-Level bekommen. Hm. So. Nicht mit dem Rücken zur Wand.
warten jetzt, bis das Steinmonster auftaucht und bombardieren es gleich mit Giftwolken. Wenn es dann irgendwann auftaucht. Ja, jetzt nimmt es Fahrt auf. Ja, die sind echt nicht mehr so hart, wie ich sie in Erinnerung habe. So, du kriegst gleich eine Wolke hinterher. Ah, er hat endlich sein Ninja-Level bekommen. Schön, schön. Oh, und da fällt mir gerade auf, man kann sich ganz leicht merken, wer wo steht. Links, rechts, links, rechts. Aber ja. Das doch immer so einfach sein muss. So, noch eins von den Dingern. Gift. Und Gift. Und kurz wechseln und Gift. So. Was haben wir hier? Eine Schleuder. Das gleiche wie ein Bogen. Nur halt mit Steinen. Nur wir haben keine kleinen Steine aufgesammelt. Oder jedenfalls nicht genug. Wir haben echt keinen einzigen kleinen Stein. Das ist jetzt komisch. Aber na gut, müssen wir halt die Augen offen halten. Weil das ist halt genauso praktisch mit dem Ding. Dann muss man nicht immer hier die Keulen wieder zurücksammeln und einpacken in die richtigen Slots. Oh. Du stehst links. Das ist nicht gut, du musst nach da. Na komm schon. Noch ein. Du musst nach da. Ah, schön, Zauberer-Level. Hatte 8 Mana für bekommen. So, du musst wieder nach da, du musst wieder nach da. Und die. Oh. Er ist vergiftet. Oh, wir haben noch gar keinen Gegengifttrank, oder? Wir haben auch keinen Heiltrank. Wir haben jetzt ein echtes Problem. Was waren die? Schutz vor. Trink's einfach. Ja, das ist irgendein Schutzzauber, dieser blaue Kreis hier drum. Aber nicht das, was wir brauchen. Ah, der Zauberstab macht da Heilung. Gut, dann schlafen wir ganz kurz. Hoffen einfach, dass der Gift langsam nachlässt und sonst heilen wir ihn zwischendurch mit dem Stab. Schon weg. Ja, nicht mehr vergiftet. Okay. Das hatte ich ebenfalls schlecht in Erinnerung. Und Steine. Schön. Ich habe schon wieder getan. Ah! Jedes Mal, wenn ich nicht dran nachdenke, schalte ich auf Tastatur um und nicht mit der Maus. Ah, wird wohl noch ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. So, was haben wir hier? Eine Hühnchenkeule und den Stein, nach dem dieser Abschnitt hier wohl benannt ist. Und was haben wir da? Eine Hasenpfote, die nichts macht. Okay. Wo geht's weiter? Nirgendwo anscheinend. Ach, stimmt, am Anfang war die Tür, wo der Edelstein reinpasste. Na gut, dann müssen wir dahin jetzt zurück. Ist hier noch ein kleiner Stein? Nein. Aber wir hatten unterwegs noch ein paar Steinmonster getötet. Oder war es im anderen Bereich gewesen? Da hätten wir mal nachschauen. Wo kommst du denn her? Komische Mumie steht einfach da und lässt sich zusammenschlagen. Ah, da ist ein kleiner Stein. Weg. Weg. So, wir brauchen mehr kleine Steine. Die respawnen? Ah, ist ja auch hinterhältig. Reicht nicht.
So rum. Gut. Elijah ist wieder rechts und Mumie links. Und schon läuft sie wieder weg. Ah, das ist ja. Na gut. Da sind wieder Steine. Gucken wir nochmal, ob wir jetzt schon genug haben. Ja, zwei Steine. So, das heißt, ich schleudere dahin, Steine hier unten überall hin. Die Keule kann weg. Und dann können wir hier einfach schießen. Schön. Das heißt, die Ninja-Sterne werden mehr Schaden machen als ein geworfener Pfeil. Und die Pfeile bewahren wir einfach auf, bis wir den Bogen haben. So. Der kann auch weg. Warum bist du immer noch überladen? Ach, weil du zwei Kisten trägst. Na gut, das sei dir verziehen. Noch jemand hungrig? Ja. Wir müssen unbedingt den Heilzauber lernen. Also den Heiltrank. Weil das ist ja nur die erste Verwundung. Da kommen noch ein paar dazu. Oh, Sackgasse. Also falsch abgebogen. Oh, und nicht die Kiste in der Hand behalten. Du werfen, du schlagen, du schreien. Läufst du einfach so weg von mir? Bleib stehen, du feige, untote Dingens. So. Geht es hier zurück? Da ist der Käse, an dem sind wir schon mal vorbeigekommen. Ich glaube, wir laufen gerade wieder zurück dahin, wo der Edelstein lag. Ja. Na gut, gucken wir hier nochmal ganz kurz. Hier ist aber nichts. Also nochmal zurück. In der Hoffnung, dass es da keine neuen Monster sind. So, da ist der Käse, da können wir nicht lang. Jetzt können wir links oder rechts. Gehen wir mal rechts rum. Jede Menge Keulen. Und schön der Ausgang. Wir sind Stein. Bereiten wir schon mal unseren Giftzauber, nur für den Fall. Okay, irgendwie habe ich einen Kampf erwartet. Aber gut, das wäre jetzt Goldschlüssel Nummer 4. Und ich habe hier einen Helm gesehen. Genau, den kriegt man Nabi. Noch mehr Essen, noch mehr Essen. Apropos Essen, wir haben gar nicht aufs Trinken geachtet. Ah, geht noch. Aber sobald wir wieder einen Brunnen sehen, sollten wir davon trinken. So, und das war der nächste Raum. Was haben wir hier jetzt? Kreaturen-Taverne. Ich wollte schon sagen Taverne. Aber nee, das wird keine Taverne sein. Sondern eine Kaverne, also eine Höhle. Na gut, Kreaturen haben wir die ganze Zeit schon bekämpft. Das wird jetzt kein großer Unterschied sein. Nicht zum Schießen? Was soll das denn? Oh, man sollte nicht die Hasenpfote in der Hand haben. Ah, Ninja-Level für Stein wegwerfen. Keule wegwerfen. Und die scheinen dagegen auch anfällig zu sein. Gut zu wissen. Ja, so klappt das auch gleich viel besser. Und alle kriegen Level ohne Ende. Schöne Sache. Immer nur daran denken, die kleinen Steine wieder aufzusammeln. Eben gerade war aber noch eine Abzweigung, die dürfen wir nicht vergessen später. Und warum hast du nichts zum Werfen? Aber hier scheinen ja echt nur Monster zu sein, also keinerlei Rätsel. Das dürfte ja kein Problem sein. Und ist ein guter Erfahrungspunkte-Boost für uns.
Ich meine, unsere Magier hier hinten kriegen ihre Ninja-Level vom ganzen Werfen und Schießen. Die Krieger kriegen Ninja-Level und Krieger-Level. Besser können es gar nicht laufen. Die Gruppen könnten ruhig auch ein bisschen größer werden. Später können das richtige Vierertrupps sein und davon dann mehrere hintereinander. Oh, wir werden umzingelt. Gift. Und Gift. Also bisher scheint jeder Gegnertyp gegen Gift anfällig zu sein. Außer die Mumien vielleicht, die haben wir noch nicht wirklich probiert. Ninja Stern kommt zu ihm. Und noch Ninja Level. So. Dann speichern wir nochmal kurz ab. LP 003.